begrüße ich auch die Häschen auf YouTube recht herzlich zum nächsten React. Wir reagieren heute auf ein etwas ernsteres Video vom lieben Simplicissimus, der ein Video gemacht hat mit dem Titel Die Jagd nach Ted Bundy. Ted Bundy ist, wenn ihr es nicht wisst, ein Serienmörder in den USA. Oder war, muss man mittlerweile sagen. Und ja, gucken wir mal, was Simply uns darüber so zu erzählen hat. Auf geht's. Disclaimer, Beschreibungen, sexuelle Gewalt. Okay. Bob Hayward ist Streifenpolizist in Salt Lake City. Er sitzt in seinem Dienstwagen vor seinem Haus in der Hogan Street. Er will gerade seine Schicht beenden, als sein VW-Käfer an ihm vorbeifährt. Komplett ohne Licht. Hayward kennt sein Viertel und ahnt, das Auto ist nicht von hier. Er geht der Sache nach. Der Käfer hält direkt vor dem Haus seines Nachbarn. Die Besitzer sind nicht da. Nur ihre Töchter im Alter von 17 und 19 sind zu Hause. Allein. Er schaltet die Scheinwerfer an, um das Kennzeichen zu lesen. Der Fahrer schreckt auf und rast davon. Hayward nimmt die Verfolgung auf. Der Fahrer ignoriert mehrere Stoppschilder. Doch Hayward denkt gar nicht daran, ihn entkommen zu lassen. Ein paar Minuten später hält der Käfer plötzlich an einer verlassenen Tankstelle. Der Fahrer steigt mit erhobenen Händen aus. Er trägt Jeans, einen schwarzen Rollkragenpullover und Tennisschuhe. Sein dunkles Haar reicht ihm bis zu Kinn und Schultern. Er riecht nach Gras. Hayward hält ihn mit seiner Waffe in Schach. Der Mann sagt, er sei Jurastudent und komme gerade vom Autokino. Er habe sich flammendes Inferno angesehen und auf dem Nachhauseweg verfahren. Das Problem ist nur, Hayward ist ein paar Stunden zuvor selbst an dem Kino vorbeigefahren. Es hat an diesem Abend keine Vorstellung von flammendes Inferno gegeben. Der Polizist inspiziert den Wagen des Mannes. Der Beifahrersitz fehlt. Stattdessen liegen dort einige verdächtige Gegenstände. Eine Skimaske, eine Brechstange, ein Eispickel, Mülltüten, Handschuhe, eine Strumpfhose, Seil und Draht. Ganz ehrlich, das ist mehr als nur verdächtig. Jeder, der zu einer Skimaske nicht die passenden Skier irgendwo hinten im Kofferraum findet oder irgendwie sich sonst in der Nähe eines Skigebietes aufhält, da sollte klar sein, dieser Mensch hatte mit diesen Utensilien ganz andere Dinge vor. Und zwar ziemlich eindeutig ganz andere Dinge. Der Typ ist sofort festzunehmen und wegzusperren, ganz einfach. Im Kofferraum findet Hayward außerdem Handschellen. Ich verhafte sie, weil sie sich einem Polizeibeamten widersetzt haben. Ehrenpolizist. Außerdem werde ich Strafanzeige beantragen, wegen des Besitzes von Einbruchswerkzeug. Auf der Wache werden die Daten des Mannes erfasst und Fotos gemacht. Obwohl er das nötige Werkzeug dabei hat, können die Beamten ihn mit keinem Einbruch in Verbindung bringen. Aber ohne stichhaltige Beweise kann der Mann gegen Kaution freikommen. Bob Hayward bleibt skeptisch. Er ist sich sicher, dass der Mann bei seinem Nachbarn einbrechen wollte. In das Haus mit den zwei unbeaufsichtigten Mädchen. Der Polizist realisiert erst viel später, wen er an dem Abend verhaftet hat. Amerikas berüchtigsten Serienmörder. Ted Bundy. Und es wird noch lange dauern, bis die Polizei ihn in die Finger bekommt. He's not a wild beast to look at or to hear. Her viciously biting her. He was thoughtful, charismatic. And clubbing her to death. He was quite personable. Wow. Die hatten ihn schon. Und nur weil sie nicht wussten, wen sie da vor sich haben. Ja, gut. Aus Fehlern soll man ja bekanntermaßen lernen, aber doch nicht so. Jagd nach Ted Bundy.
Kapitel 1. In den 1970ern und 80ern werden die USA von einigen Serienmördern erschüttert. Jeffrey Dahmer, John Wayne Gacy und Charles Manson. Doch einer sticht heraus. Ted Bundy. Er ist gut aussehend, wortgewandt und sogar irgendwie sympathisch. Well, I'm sure it works, and you've got to have faith it'll work, or else you'd be reduced to some kind of, mumbling idiot. Theodore Robert Bundy kommt am 24. November 1946 zur Welt. Er ist clever und wächst in einer Arbeiterfamilie auf. I grew up in a wonderful home with two dedicated and loving parents, one of five brothers and sisters. A home where we as children were the focus of my parents' lives, where we regularly attended church, two Christian parents who did not drink, they did not smoke, there was no gambling, there was no physical abuse or fighting in the home, but it was a fine, solid Christian home. Und wie ist der Typ dann bitte so von der Spur geraten? Wenn er als Kind gefühlt mit Samthandschuhen angefasst wurde, ja, wahrscheinlich, weil ihm zu viel Gold in den Arsch geblasen wurde, ich weiß es nicht. Zu sehr betüdelt. Doch irgendwas stimmt nicht mit dem kleinen Ted. Er fängt schon mit 3 an, sich auffällig zu verhalten. Einmal legt er seiner schlafenden Tante mehrere Messer ins Bett. Bei Spaziergängen im Wald quält und misshandelt er Mäuse. Im Schwimmbad versucht er mehrmals, andere Kinder zu ertränken. Er scheint nie Reue zu verspüren. In den ersten Jahren nach seiner Geburt leben Ted und seine Mutter bei seinen streng religiösen Großeltern. Der Großvater ist Diakon in der katholischen Kirche. Er ist auch übergriffig und gewalttätig. Ein Rassist, der seine Frau schlägt und brutale sammelt. Der junge Ted himmelt ihn trotzdem an und stöbert gelegentlich in seinem Filmarchiv. Ted. Das Kind hätte ich schon im frühesten Alter in eine Klapse gesteckt. Ganz ehrlich. Das ist clever und gut aussehend, aber auch sehr schüchtern. Ein Einzelgänger, der in der Schule gemobbt wird. Er hat immer wieder heftige Wutausbrüche und ist einfach anders als die anderen Kinder in seinem Alter. Seine Unsicherheit überschattet auch die Anfangszeit am College. Ted hat in den ersten Jahren quasi kein Sozialleben. Einer der wenigen Höhepunkte ist der Kauf eines beigefarbenen VW Käfers 1968. Das Auto gibt ihm das Gefühl, frei und unabhängig zu sein. Mit der Zeit entwickelt Bundy eine Fassade. Er tritt selbstsicherer und charmanter auf. Er macht seinen College-Abschluss in Psychologie, fängt an zu daten und beginnt ein Jurastudium. Dabei ist ihm das Gesetz an sich egal. Bundy hat schon als Teenager mehrfach Diebstähle begangen. Als er volljährig wird, werden die Straftaten hinfällig. Doch sein Verlangen danach, Verbrechen zu begehen, wird stärker. In der Nacht zum 1. Februar 1974 bricht Bundy in ein Studentenwohnheim ein. Er entführt und ermordet sein erstes offiziell bestätigtes Opfer, Linda Ann Healy. Die Tat deutet bereits auf sein späteres Beuteschema hin. Attraktive junge Frauen. Er spricht sie an öffentlichen Orten an, spielt ihnen eine Verletzung oder eine Behinderung vor und lockt sie zu seinem Auto. Er nutzt seinen Charme und sein Aussehen, um harmlos rüberzukommen. Sobald sie ihm vertrauen, schlägt er sie bewusstlos. Er transportiert sie in seinem beigen VW Käfer. Er hat extra den Beifahrersitz ausgebaut, um die ohnmächtigen Frauen dort abzulegen. Dann fährt er zu einem abgeschiedenen Ort, wo er die Opfer brutal vergewaltigt, erdrosselt und tötet. Teilweise geht er noch weiter. Monat für Monat verschwinden weitere junge Frauen. Erst im Bundesstaat Washington, dann in Utah. Die Bevölkerung ist verängstigt und die Polizei verzweifelt. Lange Zeit hat niemand auch nur die geringste Ahnung, wer hinter diesen Morden steckt und wie man ihn fassen könnte. In den Medien wird zum ersten Mal von einem Serienmörder gesprochen. Vor Ted Bundy hat der Begriff schlichtweg nicht existiert. Er pflegt seine Fassade mit Sorgfalt. Eine Zeit lang arbeitet er im Beratungsausschuss für Kriminalprävention in Seattle. Bei seinen Taten ist er gründlich und hinterlässt keine Spuren.
DNA. Ich muss mal kurz dazwischengrätschen, wenn es den Begriff davor nicht gegeben hat. Was war dann bitte mit Jack the Ripper? Ich meine, der war nicht in den USA tätig, sondern in Großbritannien, aber trotzdem. Der hat auch eine ganze Reihe von Frauen ermordet. Also, Jack the Ripper war auch ein Serienmörder, aber... Also neu war das Phänomen jetzt sicherlich nicht. Dass man erst so spät dafür einen Namen entwickelt hat, keine Ahnung. DNA-Tests gibt es noch nicht. Selbst wenn die Polizei etwas gefunden hätte, gab es damals kaum Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Bundesstaaten. Aber eines Tages, am 8. November 1974, begeht Ted einen fatalen Fehler. Er hinterlässt eine Zeugin. Ted Bundys Story ist der Stoff, aus dem Albträume gemacht sind. So üble Charaktere können einem definitiv den Schlaf rauben. Umso wichtiger ist es, dass zumindest deine Matratze bequem ist und dich entspannt. Emma-Produkte bieten dir maximalen Komfort, damit du nachts zur Ruhe kommst und deinen Akku aufladen kannst. Aktuell gibt es einen riesigen Sommerschlussverkauf. Bis zum 2. August gibt es bis zu 50% Rabatt, zum Beispiel auf diese AirGrid-Matratze und viele weitere Produkte wie Betten, Decken und Kissen. Viele der Matratzen haben einen temperaturregulierenden Bezug und die Classic-Kissen und Decken sind durch die entnehmbaren Innenkissen perfekt für den Sommer. Das thermoregulierende Gel-Grid-Material sorgt ebenfalls für Abkühlung in heißen Nächten. Oder wenn ein YouTube-Video dich mal wieder zu sehr ins Schwitzen gebracht hat. Unter diesem QR-Code und mit dem Code SIMPLY kriegst du nochmal 5% Rabatt obendrauf. Einfach Produkte kostenlos zuschicken lassen und bis zu 100 Nächte Probe schlafen. Ich muss zugeben, ich habe einen Moment gebraucht, bis ich erkannt habe, dass es sich dabei jetzt um Werbung handelt. Kapitel 2. Die zwei Fluchtversuche. Carol DeRonge ist 18 Jahre alt. Sie fährt mit ihrem braunen Chevy Camaro auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums, parkt unter einer Laterne und geht in die Mall. Dort stöbert sie in einem Buchladen, als sich ihr ein Mann nähert. Der Mann stellt sich vor als Officer Roseland vom Moray Police Department. Er wirkt höflich und ist gut gekleidet. Er sagt, jemand habe versucht, Carols Auto aufzubrechen. Er fragt sie, ob sie gemeinsam nachsehen wollen, ob etwas fehle. Sie ist einverstanden und die beiden gehen zurück zum Parkplatz. Carol wirft einen Blick in ihr Auto, aber alles scheint in Ordnung. Der Polizist erklärt ihr, der Verdächtige werde auf dem Revier festgehalten. Sie könne ihn dorthin begleiten und Anzeige erstatten. Carol riecht eine leichte Alkoholfahne an dem Mann und fühlt sich allmählich unwohl. Aber als der Polizist ihr seine Dienstmarke zeigt, geht sie mit. Carol wird wieder stutzig, als sie am Wagen ankommen. Der Mann fährt keinen Streifenwagen, sondern einen alten VW Käfer. Vielleicht ist er Zivilbeamter, denkt Carol. Sie ist ein wenig nervös, steigt aber trotzdem ein. Ein paar Minuten später hält der Mann vor einer Grundschule. Dann packt er sie plötzlich grob am Arm und versucht, ihr Handschellen anzulegen. Als er auch noch eine Waffe zieht, beginnt Carol zu schreien. Sie bemerkt trotz ihrer Panik, dass er ihr nur eine Handschelle anlegen konnte und die andere in der Luft baumelt. Sie schafft es, die Beifahrertür zu öffnen und sich aus dem Wagen zu werfen. Der Mann rennt ihr mit einer Brechstange in der Hand hinterher. Er prügelt einmal, zweimal auf die junge Frau ein. Aber Carol wehrt die Schläge todesmutig mit den Armen ab. Auf der Straße nähert sich ein anderes Auto. Carol kann sich losreißen, wegrennen und in das andere Fahrzeug springen. Sie geht direkt zur Polizei und meldet den Vorfall. Alter. Sie erzählt den Beamten von dem Mann, der sich als Officer Roseland ausgegeben hat. Und seinem beigen Käfer. Bob Hayward muss immer wieder an den Mann denken, den er am Vortag verhaftet hat. Die Sache beschäftigt ihn so sehr, dass er seinem Bruder davon erzählt. Captain Pete Hayward von der Mordkommission des Salt Lake County. Die Ermittler erinnern sich an einen Käfer aus einem anderen Fall. Ein Jahr zuvor hat eine Frau in Seattle vom verdächtigen Verhalten ihres Freundes berichtet. Sie hatte eine Phantombildzeichnung gesehen, die genau so ausgesehen hat wie er. Und dieser Freund hatte ebenfalls einen beigen Volkswagen. 10 junge Frauen sind verschwunden. Und dieser Mann steht auf der Liste der Verdächtigen. Allmählich fügen die Ermittler die Teile des Puzzles zusammen. Sie laden Carol zu einer Gegenüberstellung ein. Dort werden ihr 8 Verdächtige vorgeführt.
Darunter auch der Mann, der von Bob Hayward verhaftet wurde. Carol DeRonge erkennt den Fake-Polizisten sofort wieder. Ted Bundy wird wegen Entführung und des versuchten Mordes von Carol DeRonge angeklagt. Am 1. März 1976 verurteilt ihn das Gericht zu 15 Jahren Gefängnisstrafe. Kurz darauf können ihn die Ermittler mit einem weiteren Fall in Verbindung bringen. Dem Verschwinden der 23-jährigen Karen Campbell. Im Oktober 1976 wird Bundy in Colorado angeklagt. Diesmal wegen Mordes. Doch die Geschichte endet hier nicht. Wie der auch noch grinst auf den Fotos, ne? Der ist so stolz drauf. In seinem zweiten großen Prozess beschließt Bundy, sich selbst zu verteidigen. Immerhin hat er Jura studiert und ist offenbar sehr von sich selbst überzeugt. Wegen dieser Doppelrolle kriegt Bundy mehr Freiheiten als andere Häftlinge. Er hat einen Tisch, eine Schreibmaschine, unbegrenzte Telefonanrufe und Zugang zur Bibliothek des Gerichtsgebäudes. Dort darf er sich ohne Hand- und Fußfesseln bewegen. Bundys Prozess ist in vollem Gange. Während einer Verhandlungspause geht er in die Bibliothek. Sein Bewacher wartet mit einer Zigarette in der Hand im Flur. Es ist ein schöner Tag. Die Sonne scheint, der Himmel ist blau. Und Ted Bundy springt aus einem Fenster im zweiten Stock. Ich hätte darauf wetten können, dass der Tag nicht so schön bleibt. Der Sturz ist tief und Bundy verstaucht sich den Knöchel. Trotz Verletzung überquert er die Straße, springt über einen Zaun und flüchtet in eine Seitenstraße. Er gelangt zu einem Fluss und folgt ihm in die Berge. Bundy hat seine Flucht über Wochen hinweg geplant. Er hat seine Sprunggelenke trainiert, indem er vom Bett in seiner Zelle sprang. Er hat in Gedanken immer wieder seine Fluchtroute durchgespielt. Er trägt eine zweite Schicht Kleidung unter seinen Häftlingsklamotten. Und er hat geübt, wie schnell er sein Äußeres verändern kann, indem er seine Haare schneidet und seinen Bart rasiert. Wenig später stürmt eine Frau ins Gerichtsgebäude und auf eine der Wachen zu. Sie habe einen Mann aus einem der Fenster springen sehen. Die Wachen suchen die gesamte Etage ab. Als sie bemerken, dass Bundy geflohen ist, sind bereits 10 Minuten vergangen. Polizeikräfte sperren die Straßen ab und schicken Spürhunde in die Berge. Den Bewohnern wird gesagt, sie sollen ihre Häuser verriegeln. Wenig später ist die Story im Radio und in den Zeitungen. 150 Polizisten jagen einen flüchtigen Serienmörder. Ted Bundy streunt durch die Berge Colorados. Er hat kein Geld, kein Essen und keinen Plan. Sein einziges Hab und Gut sind ein dünnes Hemd, eine Hose und eine Landkarte von der Gegend, die er aus dem Gerichtssaal klauen konnte. Er wandert den ganzen Tag lang bergaufwärts und überquert um Mitternacht den Aspen Mountain. Am nächsten Morgen ist es kalt und regnerisch. Statt weiter südwärts zu wandern, sucht Bundy nach Unterschlupf und findet eine verlassene Hütte. Er verbringt dort 3 Tage und bricht dann mit neuem Equipment auf. Ein paar Konserven, warme Kleidung und ein geladenes Gewehr. Am selben Tag schaltet sich das FBI mit Helikoptern in die Verfolgung ein. Bundy verläuft sich trotz Karte in den Wäldern. Der starke Regen erschwert ihm die Orientierung und die klirrende Kälte erledigt den Rest. Er läuft im Kreis und landet wieder an der Hütte. Dort entdeckt er die Spuren der Suchtrupps. Jetzt weiß er, dass sie ihm dicht auf den Fersen sind. Bundy irrt 5 Tage lang durch die Berge, mit geschwollenem Knöchel und wenig Proviant. In diesem Zustand läuft er schließlich zurück in die Stadt. Seine einzige Chance besteht jetzt darin, ein Fluchtfahrzeug zu stehlen. Am Rande eines Golfplatzes findet er einen alten Cadillac. Pierre ist aber auch schafft, die ganze Zeit dem Griff der Polizei zu entkommen. Also, ich weiß nicht, hat der irgendwie einen 6. Sinn, Geruchssinn gehabt oder irgendwie sowas, dass er genau wusste, alles klar, wenn ich da lang jetzt marschiere, dann renne ich dem Bullen nicht in die Arme. Der Schlüssel steckt. Bundy ist inzwischen seit 6 Tagen auf der Flucht. 2 Streifenpolizisten fällt ein Auto auf, das in Schlangenlinien fährt. Sie gehen davon aus, dass der Fahrer betrunken ist und halten den Wagen an. Der Mann am Steuer ist der gesuchte Ted Bundy. Er ist zwar nüchtern, aber völlig am Ende seiner Kräfte. Er hat 10 Kilo an Gewicht verloren und kann sich kaum noch im Sitz halten. Er trägt eine Brille und hat sich die Nase verbunden. Die Polizisten erkennen ihn trotzdem sofort. Sie verhaften ihn 2 Blocks entfernt vom Gerichtsgebäude, aus dessen Fenster er gesprungen ist. Grins. Er muss jetzt auch im Gerichtssaal Fuß- und Handfesseln tragen. Das scheint ihm wenig auszumachen. Er plant bereits seinen 2. Fluchtversuch.
Ganz ehrlich, kettet ihn an die Wand. Ein Gefängniswärter bringt Bundy eine warme Mahlzeit in seine Zelle und geht. Er rührt das Essen nicht an. Stattdessen hieft er sich in ein kleines Loch in der Decke. Ein paar Wochen zuvor hat er sich von einem Mitinsassen eine Säge besorgt. Damit hat er mühselig ein Loch um einen lockeren Lampenanschluss gesägt. Wie kommt dieser Mitinsasse bitte an eine Säge? Eine Säge kann man durchaus als Selbstverletzungswaffe auch im Gefängnis verwenden. Also sowas hat im Gefängnis eigentlich nichts zu suchen. Oder kam das irgendwie aus dem Bereich, wo sie irgendwie resozialisiert werden sollen und da halt dann täglich gegen den kleinen Obolus gearbeitet haben? Keine Ahnung. Gab's das damals schon? Wie lange gibt's das schon? Keine Ahnung. Der Durchmesser ist klein. Um reinzupassen, hat Bundy über Wochen gehungert und sich über das schlechte Essen beschwert, damit es nicht auffällt. Bundy ist vorbereitet. Er hat Mitinsassen und Besucher um Spenden für seine Verteidigung angebettelt und $700 Bargeld gesammelt. Das Loch hat er nach der Fertigstellung wochenlang genutzt, um einen Fluchtweg zu suchen. Er hat einen gefunden. Der Schacht führt in die Wohnung eines Gefängniswärters. Bundy kriecht durch den engen Schacht. Als er an der Wohnung ankommt, hört er Stimmen. Der Aufseher und seine Frau sitzen beim Abendessen. Bundy wartet im Dunkeln geduldig auf den richtigen Moment. Die Frau sagt, lass uns doch ins Kino gehen. Und der Aufseher antwortet, klar, warum nicht? Ein paar Minuten später hört Bundy, wie sich die Wohnungstür schließt. Er springt aus dem Schacht und ist im Schlafzimmer. Er schnappt sich ein paar Jeans, einen grauen Rollkragenpullover und blaue Tennisschuhe. Er verlässt das Haus und läuft auf die Straße. Dieses Mal brauchen die Gefängniswärter 17 Stunden, um seine Flucht zu bemerken. Zu diesem Zeitpunkt ist Bundy längst über alle Berge. Kapitel 3, Florida. Kann man sich nicht ausdenken. Die Nacht Jenseits auf dem Unicampus ist ruhig. Die meisten Partys sind vorbei und der einzige Club ist seit über einer Stunde zu. Nida Neary kommt gerade von einem Date mit ihrem Freund zurück. Sie läuft zum Wohnheim ihrer Studentenverbindung. Da fällt ihr auf, dass die Tür offen steht. Gott. Ein paar Sekunden später hört Nida ein lautes Geräusch und Schritte im Obergeschoss. Dann kommt ein Mann die Treppe runtergerannt. Er hält eine Art Schläger in der Hand. Der Mann hält kurz inne, öffnet dann hastig die Tür und verschwindet. Nida weckt ein paar ihrer Mitbewohnerinnen. Langsam wird ihnen klar, was passiert ist. In ihrem Wohnheim hat ein Monster gewütet. Der Täter hat 4 junge Frauen im Schlaf überfallen und auf brutalste Weise angegriffen. 2 von ihnen haben nicht überlebt. In den folgenden Wochen versucht Bundy mehrfach, junge Frauen zu entführen. Es gelingt ihm nicht, bis er die erst 12-jährige Kimberly Leach aufspürt. Das Mädchen läuft im Regen über ihren Schulhof. Sie ist auf dem Weg zu einem Klassenraum, als Bundy sie zu sich winkt. Sie folgt ihm. Und deswegen gibt es von den Eltern immer den Warnruf, geh nicht mit fremden Onkels mit. Das gibt's nicht wegen ungefähr. Das gibt's genau wegen sowas. David Lee ist Streifenpolizist in Pensacola. Er sitzt in seinem Dienstwagen, als ein orangefarbener VW Käfer an ihm vorbeifährt. Komplett ohne Licht. Lee kennt sein Viertel. Dieses Auto ist nicht von hier. Er nimmt die Verfolgung auf und lässt das Kennzeichen überprüfen. Der Wagen ist als gestohlen gemeldet. Lee schaltet das Blaulicht ein und der Käfer gibt Gas. Der Polizist denkt gar nicht daran, ihn entkommen zu lassen. Ein paar Minuten später gibt der Fahrer auf und hält an. Bundy muss in diesem Moment ein Déjà-vu gehabt haben. Aber dieses Mal steigt er nicht mit erhobenen Händen aus. Er gibt sich auch nicht als Student aus, der gerade im Autokino war und sich auf dem Heimweg verfahren hat. Nein, diesmal will Bundy kämpfen. Er steigt aus dem Wagen. Lee richtet seine Waffe auf ihn. Als der Polizist ihm die Handschellen anlegen will, schlägt Bundy ihm ins Gesicht. Lee geht zu Boden und gibt einen Warnschuss ab. Bundy rennt los. Der Polizist hinterher. Lee schießt ein weiteres Mal und Bundy geht zu Boden. Doch er tut nur so, als hätte ihn die Kugel erwischt. Er wartet, bis der Polizist nah genug kommt, um ihm seine Waffe abzunehmen. Sein Versuch scheitert.
Lee schlägt Bundy mit seiner Pistole nieder und verhaftet ihn. Die Jagd nach Amerikas berüchtigsten Serienmörder ist endlich zu Ende. Alter. Kapitel 4: Das Spektakel. Bundy musste sich für seine Morde in dem Studentenwohnheim vor Gericht verantworten. Nur deswegen? Kurz darauf wurde ihm wegen des Mordes an der 12-jährigen Kimberly Leach der Prozess gemacht. Bundy hat sich in beiden Fällen selbst verteidigt und plädierte jeweils auf nicht schuldig. Einen Monat später, am 23. Juli 1979, wurde er zum Tode verurteilt. Ein paar Tage vor seiner Hinrichtung hat er sich zu insgesamt 36 Morden schuldig bekannt. Neuere DNA-Proben haben ergeben, dass Bundy womöglich über 100 Menschen ermordet hat. Sein erstes Opfer hat er vermutlich schon mit 14 umgebracht. Der Prozess in Miami war besonders. Nicht nur, weil Bundy charmant und regelrecht sympathisch gewirkt hat, weil seine Taten so brutal und skrupellos waren oder weil er zweimal fliehen konnte. Das wirklich Besondere war der Prozess an sich. Zum ersten Mal in der US-Geschichte wurde ein Gerichtsverfahren landesweit im Fernsehen übertragen. Bundy hat sich selbst verteidigt. So konnte er vor einem Millionenpublikum seinen Charme spielen lassen. Tatsächlich waren viele Menschen von ihm fasziniert. Vor allem junge Frauen. Are you a little scared when you look at him? Yes. It scares me to be in the same room with him, but I know there's other people in there. I'm not afraid of him. He just doesn't look like the type to kill somebody. Every time he turns around, I kind of get that feeling, oh, no, you know, gonna get me next. But yet you're fascinated by him. Very. Why do you do it? I don't know. Eine Frau im Gerichtssaal hatte ein ganz besonderes Verhältnis zum Angeklagten. Sie hat bis zum Ende fest an Ted Bundys Unschuld geglaubt. Also das ganze Video über habe ich mich jetzt gefragt, wie kaputt muss Ted Bundy im Kopf gewesen sein, um das alles durchzuziehen? Und die Antwort lautet einfach nur ja. Jetzt frage ich mich, wie kaputt ist diese Frau bitte, die bis zum Schluss von seiner Unschuld überzeugt ist. Oh Gott. Die muss er richtig um den Finger gewickelt haben. Carol Ann Boone. Sie war seine Lebensgefährtin. Er hat ihr vor Gericht einen Heiratsantrag gestellt. Später haben sie sogar ein gemeinsames Kind bekommen. Carol, do you want to marry me? Yes. And I want to marry you. Yes. And I do want to marry you. Der Bundy-Prozess hat einen nie dagewesenen Medienrummel ausgelöst. Die Menschen sind aus dem ganzen Land gekommen, um zu sehen, wie ein Mörder um sein Leben kämpft. Wie er über Jahre versucht, sein Todesurteil hinauszuzögern. Am Tag vor der Hinrichtung sind Fernsehteams aus dem ganzen Land zum Florida State Prison gekommen. Tausende Menschen haben sich mit Schildern und Feuerwerkskörpern vor dem Gefängnis versammelt. Es wurden T-Shirts verkauft, auf denen stand, was viele Leute riefen: Brenn, Bundy, brenn. Am 24. Januar 1989, nach 10 Jahren im Todestrakt, wurde Ted Bundy auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet. Die Person, die den Schalter umlegte, war eine Frau. Und so schloss sich der Kreis. Cheers. Cheers. Alter Schwede.
bin, offen gestanden, kein Fan von Todesstrafen. Ja, nee, nein, 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 nein. Einmal reicht. Ich bin kein Fan von Todesstrafen im Allgemeinen. Aber es gibt da so ein paar ausgewählte Subjekte, wie dieser Ted Bundy, die es durchaus verdient haben. Weil anders geht's halt nicht. Du kannst den Typen entweder für den Rest seines Lebens wegsperren, sodass er dann ewig und 3 Tage eine Zelle belegt. Oder irgendwas anderes. Kann damit dem Staat finanziell zur Last fallen. Lebensmittel verbraten. Im Grunde eigentlich nur Kosten verursachen dafür, dass er eigentlich nur existiert. Und Gefahr laufen, dass er eventuell wieder ausbricht. Für solche Menschen wie Ted Bundy ist die Todesstrafe gerechtfertigt. Es wäre nur schön gewesen, wenn die Polizei bei der ersten Verhaftung resoluter gewesen wäre und gesagt hätte, der Typ steht in Verdacht, hochgradig gefährlich zu sein. Der neue Jack the Ripper in den USA. Dass sie den Typen aber fast frei im Gericht haben herumlaufen lassen. Mit nur einer Wache vor der Tür, während er in der Bibliothek irgendwo unterwegs war. Das war sehr lasch. Das kann man sich nicht ausdenken. Also, da muss ich sagen, hat das Rechtssystem der USA leider ein paar Lücken gehabt. Ich hoffe, sie haben seitdem nachgebessert. Ist ja nun dann doch schon ein paar Jährchen her. Genau genommen 45 Jahre. Also, ja. Es gibt immer noch Bekloppte da draußen. Auch so Bekloppte. Hoffen wir, dass sie nicht zu sehr wüten. Und hoffen wir, dass die Polizei sie halt schnell gefasst kriegen. Damit sich sowas nicht so schnell wiederholt. Ich danke euch sehr vielmals fürs Zusehen auf YouTube. Würde mich über nette Kommentare und Däumchen nach oben freuen. Und ich hoffe, ihr schaltet auch in der nächsten Folge oder im nächsten Stream oder dem nächsten Let's Play dann wieder ein. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.